So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ihr wisst, was das ist, weil ihr wisst, was das ist. Wisst ihr vielleicht auch, was das ist? Nämlich, da kommt gleich die schwarze Tonne. Hallo. Was ist das überhaupt? Das sieht ja vernünftig aus. Servus. Hallo. Jetzt hier, was geht ab? Jetzt muss ich muss den Sack hier reinwerfen, denn wir drehen gerade für ein Boss, ein Beutel. Das neue Format auf YouTube. Ihr schießt euch gegenseitig ab, ja? Nee, ihr seid ja schon drin. Warte, geh mal dazu. Ah! Ich muss in die Stadt, ich hab doch was zu tun. Auf jeden Fall machen wir einen Boss, einen Beutel und haben schon Alo bekämpft und haben schon Sierra bekämpft und brauchen noch Cliff und hier oben ist wieder mal tote Hose. Hier ist einfach nichts, deswegen muss ich jetzt zum englischen Garten. Was geht ab? Das ist Alo, das ist Sierra. Die haben wir schon bekämpft, jetzt brauchen wir noch Cliff. Das ist Pokémon Go, da brauchst du nicht so zu gucken, das ist alles Insider. Und ihr spielt SEK und feuert hier durch die Gegend. Ja, so kann man so sagen. Das passt, weil da oben ist nämlich immer die Verkehrsschule. Da steht auch immer die Polizei rum und da gehören die nämlich dazu und machen da immer so Sachen. So, aber wir müssen noch eine Entwicklung machen. Und dafür melden wir uns gleich zurück. Weil ich jetzt komplett aus dem Konzept bin und gar nicht mehr weiß, was ich gesagt habe und was nicht, versuche ich noch mal kurz. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ein Boss, ein Beutel. Sierra, Alo sind schon durch. Ich habe es geschafft mit meinem alten Team vom Main Account, leicht abgeändert, weil ich keinen Geokra habe, beide Bosse zu besiegen. Wir wollen schauen, ob wir Cliff auch besiegen können. Ich bin so froh, dass Cliff kein Aerodactyl mehr hat oder Aerokacksprühl genannt. Wir suchen jetzt aber einen Cliff. Im englischen Garten sind gefühlt 4 Stück, habe ich schon abgecheckt. Da fahren wir jetzt hin und machen noch einen neuen Pokédex-Eintrag dazwischen. So, wir wollen natürlich einen neuen Pokédex-Eintrag entwickeln. Das heißt, wir gehen mal hier auf. Die Pokémon-Box ist voll. Ich habe das all die Jahre nicht bemerkt. Habe mich schon gewundert, wieso das Gotcha nichts mehr gefangen hat. Dabei ist die Pokébox voll. Pokédex, was können wir denn hier machen? Wir haben einen. Ach, guck mal hier, Kamaub habe ich heute gefangen, habe ich gesehen. Ich habe noch gar keinen Kamerupt. Das ist auch noch ein Krypto, was ja passt zu den Rockets und dem Rocket-Event und der Übergangsfallphase. Das sieht auch gut aus, das zeige ich euch gleich nochmal. Ganz Mining ist Baustelle. Kamerupt, neuer Dex-Eintrag. Nehmen wir mit. Brauchen wir aber nicht erlösen, ist so schlecht, dass wir es direkt verschicken können. Denn für das Mega-Kamerupp, was irgendwann mal kommt, kannst du locker was anderes nehmen. Ich gehe jetzt in den Park, denn da sehe ich Cliff. Ja gut, ich sehe ihn gerade nicht. Der Radar ist wieder deaktiviert. Auf dem Wege her 4 Cliff gefunden, mitten in der Stadt, aber oben am anderen Ende nichts. Und jetzt guckt mal hier hoch. Das ist ein Baugerüst. Das ist, sieht auch richtig gut aus. Dachdeckerei Komarek, bewirb dich jetzt, komm ins Team Spengler Dachdecker. Frage an euch, was ist ein Spengler? Ich kenne mich ja immer nicht aus, deswegen frage ich euch, beende hier die Aufnahme, jetzt in den Park rein, vielleicht entdecke ich sogar noch einen Spengler. So, 1 Zentimeter weiter links, ich bin angekommen und guckt euch das mal an. Das ist eigentlich der Pokestop, wo Cliff dran ist, aber ich verstehe es nicht, weil das Ding ist hier umzäunt, das ist komplett zu, aber warum? Dieser Zaun ist einmal um dieses ganze Objekt. Ist das baufällig? Ist das irgendwie betreten, verboten? Es gibt so viele Denkmäler hier im Park, aber ausgerechnet das ist abgesperrt von rüde-gmbh.de. Das ist ein Stop, der wurde mal eingereicht und jetzt ist er hier zu. Und es ist so ein herbstliches Wetter. Wir schmeißen euch jetzt mal hier an den Zaun. Das wird jetzt wieder richtig brutal. Das Ding fliegt mir nämlich gleich wieder um die Ohren, wenn ich es nicht richtig festmache. Moment. Das ist nix. Klemm dich doch einfach rein. Ich habe doch jetzt keinen Bock, das hier alles. So, so können wir das fast machen. Jetzt gucken, da ist Cliff. Seht ihr Cliff? Ich sehe Cliff. Da seht ihr, das ist die Siegessäule und Gefallenen-Denkmal. Ich weiß, wenn ihr wisst, was damit ist, schreibt es mal rein. Das ist Cliff, wir gehen hier drauf, wir nehmen das Team, was wir die ganze Zeit genommen haben. Schaffen wir es, Cliff auch mit diesem Team zu besiegen. Wir fangen wieder an, wollen die Schilde rausloggen mit Lucario. Das heißt, wir wechseln direkt auf Lucario gegen Dratini. Ihr würdet jetzt Fee nehmen,
ich nehme Lucario. Was soll ich sonst nehmen? Steigerungshieb, Schild rausgelockt, unser Angriff steigert sich. Bestes Mittel, einfach draufklopfen. Das machen wir jetzt die ganze Zeit. Ihr seht, der Wurm hat viel Schaden genommen. Der Wurm fällt gleich um. Der Wurm ist tot. Der nächste kommt rein. Es ist ein Kampf und Psycho Galagladi. Ich glaube, ich brauche mein Lucario noch für den letzten. Weil Cliff hat gefühlt immer Despoda als letztes. Das heißt, wir werden jetzt mal nicht Despoda reinnehmen. Wir werden Sumpex reinholen und bei dem Palembrün verteilen. Das dürfte vielleicht auch Sinn haben. So, warte mal hier kurz ab. Gehen jetzt. Achso, ich kann gar nicht wechseln. Ich habe doch am Anfang gewechselt. Ach du meine Fresse. Das geht also nicht. Despoda müssen wir drin lassen. Eigentlich. Ich hole jetzt trotzdem Despoda rein. Egal. Vielleicht macht der Psycho-Moves gegen mich, dann ist das nicht so schlimm. Wenn der Kampf-Moves hat, dann bin ich komplett am Arsch. Und er hat Kampf-Moves, ich bin am Arsch. Ich habe jetzt aber noch meinen Sumpex. Mit dem Sumpex ein paar Lehmbrühen. Bitte tu mir nichts. Ich hätte erst mit dem Sumpex den Angriff schwächen müssen. Aber Wasser gegen Despoda ist ja dann auch gut. Also ich habe noch gute Dinge, dass das funktioniert. Wir müssen jetzt Schild rausloggen. Den 3 Sekunden blockieren, indem wir unsere Attacke gemacht haben, seine Attacke abschwächen, irgendwie überleben und vielleicht hinten dann gleich eine Aquaknarre. Ne, von Despoda am besten auch Despoda erstmal die Attacke abschwächen. Also hier auch eine Lehmbrühe drauf. Mach jetzt keinen Fehler, du kannst das Ding gewinnen. Wir hätten jetzt eine Aquahaubitze starten können. Wenn die nicht ausreicht und der uns einen reinprügelt, dann sind wir auch weg. Das ist ja sowieso sehr effektiv. Wir haben auch noch ein Schild. Schaffen wir es mit den Lehmbrühen? Wir haben noch ein bisschen was. Vielleicht hätte man jetzt auf die Aquahaubitze gehen können, wenn es gereicht hätte, dass die Aquahaubitze voll ist, bevor er uns mit seinem Katapult niedermacht. Wir sind gestorben. Wir sind gestorben. Das geht nicht. Digga, das kannst du nicht machen. Ich habe das falsche Lucario gehabt. Habe ich auch gesehen. Das heißt, uns jetzt egal, wenn wir es mit dem nicht geschafft haben. Es war so knapp, ich möchte es einfach nochmal probieren mit dem gleichen Team. Das heißt, Cliff ist immer noch der Stärkste. Haben wir hier noch was drin, was wir heilen können? Nö. Ist das dasselbe? 3-8, 2-9, 2-4, 2-4. Ich gehe einfach wieder auf dieses Team verwenden und mache den gleichen Fehler nochmal, den ich eben gemacht habe. So, wir gehen rein. Da ist wieder das Stratini. Wir nehmen wieder Lucario. Um die Schilder rauszuloggen, muss man dann nicht irgendwas anderes machen, irgendwas Sinnvolles. Ich habe den Wechsel getätigt. Vielleicht hätte ich mit Lucario direkt anfangen sollen, ohne zu wechseln, damit ich den zweiten Wechsel nicht verbrauche. Machen wir jetzt also das Dratini platt, gehen hier rein, haben Galagladi, hauen zweimal drauf, holen jetzt den Steigerungshieb. Normal kann der ja auch Spukball. Ich habe ein anderes Lucario, das hat auch Spukball, aber irgendwie habe ich es bei dem hier versemmelt. Hauen zweimal drauf, machen den nächsten Steigerungshieb. Ich glaube, das ist jetzt die Taktik. Da wir uns einen aufgehoben haben, müssen wir versuchen, so lange zu überleben, bis das Ding weg ist. Oh mein Gott, er hat zwischendurch uns einmal gehauen. Das geht nicht. Der nächste Steigerungshieb ist da. Ich hoffe, ich kann wechseln. Will ich überhaupt wechseln? Ich weiß es nicht. Wir haben ja Despoda reingeholt, das war Rotz. Holt kein Despoda rein, haut nochmal zurück, wechselt jetzt raus, geht jetzt auf die Lehmbrühe. Er hat ja keine Schilder mehr. Ich hoffe, der macht nicht so viel Schaden. Eine Lehmbrühe hier drauf. Er hat kein Schild mehr, ich könnte durchziehen. Den muss ich jetzt hier weghauen. Vielleicht kann ich dann mit Sumpex gegen Despoda den Rest machen. So, er ist fort. Jetzt! Jetzt eine Aquahaubitze vollziehen und drauf semmeln, dann ist der vielleicht weg. Ansonsten haben wir trotzdem Lucario, der ja einfach noch ein paar normale Moves drauf knallt. Kampf gegen Despoda wäre dann auf jeden Fall nice. So, wir können das jetzt hier auch opfern. Wir gehen jetzt wieder auf Lehmbrühe. In der Hoffnung, dass wir noch mal eine durchziehen können, können wir nicht. Wir holen das Lucario aber zurück, machen jetzt noch ein paar Kampfmoves, haben den Steigerungshieb voll. Also ihr seht, beim ersten Mal gescheitert, nicht aufgegeben, ein zweites Mal gemacht. Dasselbe Team, dieselben Pokémon, dieselben Gegner. Aber wir haben es geschafft, auch gegen Cliff mit unseren Pokémon zu bestehen. Ihr könnt am Anfang natürlich wieder ein Fee-Pokémon nehmen. Also je nachdem, was ihr habt. Wenn ihr Togekiss habt, wenn ihr
hier Gardevoir habt, Gardevoir auch eigentlich nützlich, nimmt man oder dann habt ihr nämlich die Fee gegen das Drachen-Pokémon, die Fee gegen die Fee und haut halt noch ein Kampf-Pokémon hinten rein. Aber ihr könnt vorne mit dem Kampf-Pokémon ja anfangen, das Dratini weghauen, dann das Kampf-Pokémon raus auf eine Fee, damit ihr Fee gegen Fee habt. Ich habe doch so einen Florges entwickelt und weggeschickt. Das hatte Säuselstimme. Das hatte 3 oder 4 so kleine vom Lademove. Das wäre bestimmt übelst schnell voll geworden. Man hätte es übelst schnell einsetzen können. Vielleicht ist das ja sogar ein richtig guter Konda. Dieses Dratini ist sehr gut. Also wird kein 100 dabei mehr lösen, aber das ist ein richtig starkes Dragoran, wenn man das so mitnehmen möchte. Leider habe ich nur 31 Dratini-Bonbons. Das heißt, ich kann es einmal entwickeln und das war's. Da mache ich einen Stern dran, das nehme ich mir mit. Das wird irgendwann mal ein richtig gutes, ein richtig krasses Krypto-Dragoran werden mit Wutanfall. Ansonsten war's das. Ich habe es geschafft, alle 3 Bosse zu besiegen mit meinem alten, vergammelten Kack-Team, was nicht ausgelegt ist für die neuen Bosse, sondern man einfach wie bei der GBL immer mit dem gleichen Team antritt und guckt, wie weit man kommt. Ich habe es geschafft, das passt. 51 Meter Rauch, 2 Pokémon gefangen, perfekt. Das war's von meiner Seite aus. Was ist euer Team gegen Cliff? Schreibt es mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Jetzt ab zu Megas, die neue Thunder testen. Aber das habt ihr Sonntag schon gesehen.